Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arcania Gothic 4 Fail Story, so wie man so schön sagt. Oh, da sehe ich da auch schon direkt ein Monster. Zwei Goblins kriegen was aus Maul. Denn Level Ups ist das Beste, was man hier sie holen kann. Wow. Buschkopf, So. Hoppala, war zu schnell gedrückt. Na, auch nur Gold. So, und der Jagdhütte hat ja zufällig ihr Bogen verlegt. Das ist es. Du hast einen Bogen erhalten. Drücke 2, um den Bogen auszurüsten. Halte die Angriffskaste gedrückt, um ihn zu spannen. Und lass los, um zu schießen. Je länger der Bogen gespannt ist, desto mehr Schaden wird im Falle eines Treffers verursacht. Der Bogen muss eine Mindestdauer gespannt werden, damit ein Schuss möglich ist. Ja, wäre ja lustig, wenn ich ihn sonst wie ein Maschinengewehr schießen könnte. Ganz ohne Bogen. Und Almas Bestes. Okay. Ja gut, dann müssen wir jetzt Hirsche suchen. Rüst den Bogen aus, um die L-Taste zum Bogen zu spannen. Ja, ja, ja. Ist doch wie ein Ego-Shooter. Oh, die Sonne geht unter. Was ist, hä? Das ist eine Quest? Ach, das ist ein Hirsch. Hä? Was soll das? Warte mal. Kann man nicht zoomen? Wie geht das jetzt? Oder muss ich jetzt so schießen? Boah. Okay, versuchen wir es. Warte. Wow, was für ein Rückwärtssalto. Schön. Irgendwas greift mich an. Habe ich aber Glück gehabt, dass sie nicht mich angegriffen haben, während ich hier geschossen habe. Ja, komm. Oh. Nein! Wow. So, aber nicht. Aha. Aha. Wo ist denn das schöne... Hier, ach, da. Sehniges Fleisch. Ja. Bäm. Voll in die Hals. Gut, einen noch. Da, oh, das sind sogar zwei. Ja, wenn da schon zwei sind, will ich kurz was gucken. Steuerung. Zoomen. Mit Z. Mit Z? Ah, das ist aber blöd gemacht, aber egal. Headshot. Oh, scheiße. Du hast mir einen Fall gekostet. Ich muss das rausschneiden, so ein Mist. Hier, komm, jetzt wird's aber... Oh, voll ins Auge, geht doch. Und du... hier geblieben. Ey! Ich krieg dich. Wo bist du? Da. Du glaubst, kannst abhauen, hä? Tja, ich glaub nicht. Geweih erhalten? Wie? Ich kriege schon die Geweihe, während ich auf sie schieße? Ja, geil. Was ist das denn? Aua. Da kannst du es nicht benutzen. Toll. Dann später wahrscheinlich. Ja, da habe ich ja alle drei Prüfungen erledigt. Ich darf die Frau heiraten. Herstellen? Hä? Was meint die damit? Ach so, gegrilltes Fleisch. Wie viel heilt das eigentlich? 10 Lebensenergie. Das ist ja wie ein Apfel. Dann machen wir mal so. Und das da. Gut. Ja, dann gehen wir mal mit Speed nach Hause. Jetzt darf ich sie heiraten, sich vermehren. Hi, Daddy. Nun, hast du die Hirsche erlegt?
Hier sind die Geweihe. Sind sie dir prächtig genug? Das sind sie. Dann habe ich deinen Segen. Den hast du. Hier. Nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses. Was ist das für ein Relikt? Mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht. Dort soll es noch viele solche Relikte geben. Und es heißt, derjenige, der sie alle findet, wird Ruhm und Reichtum ernten. Mein Großvater hat immer gegrinst, wenn er davon erzählt hat. Warum? Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut, bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halvin. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. Mit dem Schmied, alles klar. Zum Glück kein Ring, das hätten wir Probleme. Ach, der ist direkt hier. Und? Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Orok. Hä? Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Oh. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Freunde. Cool, dann freue ich mich, dass wir Freunde sind, ne? Hauptsache, ich krieg einen Rabatt dafür. Ja, Euro, komm mit dem blöden Bernstein, jetzt bin ich sauer. Ach, Hirte! Junge, ich habe auch einen Namen. Eigentlich nicht, aber trotzdem. Sag mal, Uruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte, schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Ja. Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Uruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen. Aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen. Na, sechs Stück also. Ja, gut. Her mit dem Schlüssel. Ich hol dir die Wulstlinge. Lauf, Diener! Lauf! Uruk hat Hunger! Junge! Guck mal, wie du aussiehst. Du brauchst nicht so viel zu essen. Ich will mal gucken, ob das Schiff näher gekommen ist oder so. Ein bisschen. Der wird wohl lange brauchen, bis er hier ist. Sind denn sonst Schiffe nicht eigentlich voll schnell, wenn der Wind ziemlich in die gute Richtung bläst? Naja. Damals war. Ivy! Willst nicht reden? Nein? Okay. Umso besser. Eine schweigende Ehefrau ist besser als eine quasselnde Ehefrau. Ja gut, Speedo. Ne, hier. Ach, da wartet er sogar schon. Er wartet schon, bis ich hier die scheiß Pilze geholt habe, hä? Ja, ja. Wulstlinge. Der Name ist ja echt episch. Wo war das denn jetzt nochmal? Da. Hui. Oh, oh. So, jetzt kann ich ja Fleisch essen. Sehniges Fleisch. Und das ist ein Pilz. Fünf Stück noch. Ist das Erz? Ne, ich kann da nichts machen. Sonst würde ich ja wenigstens sagen, ich brauche eine Spitzhacke. Nein. Gold und Truhe. Goblinkeule. Fischierfrucht. Nahrung auf Fisch, hier heißen diese Früchte Melgans Augen. Goblin-Armschienen. Wow! Die Rüstungsstelle sind für einen Goblin viel zu groß. Ja, anziehen. Ausrüstung.
Ach, da habe ich schon. Was ist das? Gromas Glücksbringer. Grom hat ja ein Zeichen seines Segens dieses arganische Relikt gegeben. Jemand hat die verblassten Runen mit weißer Farbe aufgefrischt und ein Lederband an das Relikt befestigt. Der Legende nach ist es eins von vielen, um denjenigen, der alle Relikte zusammenführt, wird Ruhm und Reichtum ernten. Boah, ich habe 95 Gold und... Boah, lächerlich. Und ich muss jetzt für den Pilz hier farmen. Schade, wenn sie mich jetzt nicht gesehen hätten, hätte ich jetzt mal gern geschossen.